So, wir sind wieder zurück in Mittelerde. Und ja, ich wollte eigentlich, ich habe jetzt alles, was ich wollte. Wow. Erstmal laden alle Texturen hier und so weiter. Neue Nachricht, schon wieder. Igor. Ein Pferd vom Kurs. Ah, entnehmen. Ein Aufgabengegenstand. Spricht mit Igor auf dem Hengstackerhof. Geld entnehmen. Oh, ich hab die Sachen wirklich verkauft. Entnehmen. Ah, ja, Geld entnehmen. Geld, oh, Kupferbeträge. Also, das Auktionshaus wird doch genutzt. Es ist eine schöne Sache, dass man das weiß. Natürlich nicht alles, davon bin ich nicht ausgegangen. Ja, Amethyst auch. Das Rezept für schweres Bronzeschwert des Willens ist leider auch nicht verkauft worden. Und entnehmen. So, meine Lieben, damit haben wir alle Briefe wieder abgehandelt. Und wir können nochmal eben Wie kann ich euch zu Diensten zurück. sein? Ja, guter Mann, ich möchte gerne zurück in die Erdeduin nach Thorins Tor. Erst einmal. Von dort aus komme ich schnell nach Gondamon. Bevor ich jetzt in Bree bleibe. Ich wollte ja noch ein bisschen questen da. So, ich musste noch mal eben schnell kurz was bei mir im Discord schreiben. So, jetzt läuft wieder alles so, wie es soll. Nein, die brauche ich gerade nicht, die Händlerin. Aber ich brauche demnächst mal für meinen Schneider einen anderen Handwerker, und zwar gebürstete, bearbeitete Felle. Aber dafür werde ich dann off-topic, also nicht für Aufnahmen, nochmal mir einen Förster, Jäger erstellen. Warum laufe ich jetzt eigentlich die Strecke? Ich brauche keinen Kupfer mehr. Die Gegend ist erkundet. Ich bin hier vollkommen im Redefluss, im Redewahn. Und lauf einfach. Ich trottel. So. Lehrling, Geselle, das läuft schon mal ganz gut eigentlich. Stallmeister. Ja, schickt mich nach Gondamann, bitte. Ah ne, das war Schürfer. Ja, Schürfer bin ich schon. Ja. Schneider. Ja, halt gar nicht, ne? ...108 Wert ausweichen, 7 Vitalität, 65 Resistenzwert. Schon, ich finde die Werte ziemlich hoch. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Sonst muss ich demnächst noch anfangen, diese separaten Streams, die ich mache. Das ist ja beim letzten Mal sehr eskaliert. Positiv eskaliert, muss man allerdings sagen. Positiv eskaliert, es war sehr humorvoll. Nochmal aufnehmen, dann muss ich die zuschneiden, dann muss ich die runterladen. Das ist halt ein bisschen aufwendiger, aber dann ist das so. Möchte ja auch eine gewisse Form von Qualität abliefern, immer noch.
Eigentlich soll so eine Folge maximal eine Stunde dauern, so im Schnitt 40 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten. Je nachdem, wie gut es läuft. Das hier wird eher so eine tendenzielle 40-Minuten-Folge nur. Weil es ist spät am Abend und morgen ist wieder ein neuer Tag, für den man Kraft braucht. So, genau, ich wollte noch mal was gucken. Meine Spezialisierungen und so weiter, ne? Ich habe ja wieder 2 Punkte. Nervenkitzel des Kampfes. Kritische Treffer im relativen Fähigkeit heilen einen gewissen. Ach ja. Ich könnte jetzt. Ja. Anwenden. Dadurch habe ich auch eine neue passive Set-Bonus nicht erworben. Diese Eigenschaft erhöht euren Nahkampf, euren kritischen Schaden. 10% Nahkampfschaden, 10% Multiplikator für kritischen Schaden. Okay, cool. Aber das muss ich dann erwerben. Ach so, das muss ich erwerben. Ja, anwenden. Davon habe ich. Ich könnte eine haben, aber ich habe noch keine meiner Tugenden freigeschaltet. Nee, Tugenden waren es nicht. Das waren Völkereigenschaften. Tugenden, ja, habe ich Barmherzigkeit und Mitgefühl. Ergibt voll Sinn für einen Krieger. Barmherzig. Ah. Resistenz, 106 physische Vitalität. Standhaftigkeit, Tugend. Plus 4 maximale Moral. Kaboom! Da werden mir noch Nachrichten geschickt. Da muss ich was stumm schalten. Nein, ich mache es aus. Weg damit. So. Bringt den Elbenstein zu Glamir, findet den fehlenden das fehlende dritte Zahnrad. Thronhallenauftrag. Sammelt schmutzige Flügel. Ach ja, warum nicht, ne? Gehe ich nochmal los und sammle ein paar schmuddelige Flügel von den Flattermännern hier aus der Umgebung. Dann kriege ich wieder Ruf. Von den Lederlappen. Ja, zu dem Hof. Ich war da ja schon, da gehe ich aber erst hin, wenn ich auch bereit bin für die Quest. So gern ich auch irgendwann einen Helm tragen möchte, ich glaube, ich möchte es aktuell noch nicht. Ich glaube, den blende ich gleich wieder aus. Da oben müsste ja auch Hügelgrabeisen dann sein. Eigentlich. Ich stech dich ab. Komm her, du Sau. Bärensau. Ja, noch ein schmutziger Flügel fehlt mir. Von diesen Fledermäusen gibt es hier ganz schön viel. Und damit müsste ich jetzt ja wieder eine Aufgabe fertig haben. Aber Einleitung, Ziel Breland, Epos, Band 1, Prolog. Der Waldläufer Lengas ist ein Dingling in Hütte von östlich von Gondermann. Ja, es ist diese Hütte im Wald. Da war ich schon mit einem Elbencharakter, den ich auf dem letzten Server hatte. Ein Jäger. Aber. Ja.
Den finde ich hier auch relativ zügig wieder. Bam. Komm her, du Sau. Haha. Keine Herausforderung für mich. Ja, einen Gaul habe ich leider noch nicht wieder. Erst 4 Leveln. Dann kann ich die Quest machen. Ah, das ist da oben, die Hügelgräber. Aber ich wollte jetzt erst genau dahin, zu der Jagdhütte. Komm herab, Zwerg, aus deinen Eredluin, aus deinen blauen Bergen. Eine Kupferader, seh doch an, das brauche ich doch. Quests sind sowieso wahrscheinlich alle auf sehr schnell irgendwann für mich auch grau. Also wirklich viel nebenher machen sollte man nicht. Ich mich nur aufs Questen konzentrieren würde, reicht das eigentlich relativ schnell voranzukommen. Wenn ich jetzt schon Level 16 hab, den VIP-Bonus an, ne? Ja. Hm. 20 bis 33. Oh. Und zweihändig. Oder? Ja, zweihändige Keule. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Jetzt beenden. Was kann ich für euch tun? Der Waldläufer Langlass bereitet sich auf eine Rettungsmission vor. Er plant, den Elbenprinzen Avortal aus den Klauen der verräterischen Grimhans zu befreien. Wir müssen uns beeilen. Na dann. Ich zieh die Aufmerksamkeit auf mich. Hey, ihr blöden Kerle. Aha. Oh, das ist eine Menge. Ich wollte gerade fragen, wo bist du denn, Lenglas? Lengas. Lenglas? Nee, Lenglas. Lass uns hier einen Augenblick ausruhen. Ja, weiß ich wohl, dass wir jetzt noch tiefer ins Lager gehen. Komm. Sie wissen, dass wir hier sind. Du bist auch so ein Blitzmerker. Verschachtelte Welle. So, halt tot. Räuberbezwinger, mittelschwer. Also anpullen lassen, so Aggro sammeln erstmal. Na gut, das ist jetzt deiner.
Brauchst du Hilfe, Langlass? Ne, brauchst du nicht. Gut. Ha. Wirklich? Wir brauchen alle unsere Kräfte in der kommenden Schlacht. Ihr seid ein guter Gefährte. Natürlich. Hakon Eisenforst. Komm, Faustdorf. Ah, Kelidul. Verdammt. All unsere Mühen waren vergebens. Wie kann ich euch zu Diensten? Die Abwendung des Krieges hat nichts gebracht. Leider. Was kann ich für euch tun? Vier Silber, ein Silber, nehme ich die zwei Handkeule, die bringt mir Silber. Sprecht mit Zwanre. Such die verlassene Bärenhöhle, ja. Neue Aufgabe. Miau. Miau. Ja. Oh, ich wollte noch was Genaues. Jetzt fällt es mir wieder ein. Während ich mir diesen hässlichen Zwerg so ein bisschen angucke. Was macht ihn so hässlich gerade? Ach ja, sein Helm. Helm ausblenden. Ja, besser. Aktuell sehr viel besser so. Bärenhöhle, dahin muss ich noch. Ja, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Bärenhöhle. Sind ja auch welche von diesen Kackvögeln überall. Ah, jetzt muss ich die Vögel nämlich kalt machen. Recht aggressiv, diese Vögel, wenn man meinen. Bam, bam, bam. Dann muss ich nur noch einen, glaube ich, machen. Ich habe da oben etwas mit Flügelschlagen gesehen. Da. Bringt das Lux-Junge zu Tarias. Okay. Das Lux-Junge verlässt seinen Bau. So, jetzt haben wir das Lux-Junge geschafft. Wieder zurück zu unserem Zwergenkollegen. Ja. Gesammelt haben Matter Schnabel 5 von 10. Ein Kaninchen beschaffen.
heimische Ausschau halten. Die waren doch irgendwo Käfige. So lebend fallen. Ein junger Bär. Ah ja, da eine Falle. Na, gleich am Anfang Glück? Nö, natürlich nicht. Niemand hat am Anfang gleich beim ersten Mal Glück. Ist auch hundertprozentig so im Spiel eingetippt. 100% Fehler, wenn man das beim ersten Mal schafft, dann hat man einfach einen Bug erwischt. Beim zweiten Mal ist okay. Sammelt Stacheldisteln, ja. 6 Stück. Distelmet. Distelmet. Was meint er? Hm. Nam nam nam. Das ist die... Diese Vogelart gefährdet sich selbst. Ich muss das Ziel ansehen. Wie sehr soll ich mich denn noch in die Richtung von dem Ding drehen? Kabam. Ja, wollen wir hoffen, dass er noch ein bisschen Sachen fallen lässt. Lotro, Punkte verdient. Schön. Tat vollbracht. Ah, kriege ich wieder 10 Lotro. Also, man kann sich das schon im Spiel erarbeiten. Den ganzen Schmu. Verteidiger der Hallen. Ja. Dann ein schöner Titel. Nehme ich. Aber ausrüsten werde ich nicht. Ich komme von den Eisenbergen, das darf man ruhig wissen. Oh, eine reiche Aderkupfer. Da kommt doch jetzt ein Haufen Schmu raus. 6 Brocken Kupfererz. Sehr schön. Ja, da vorne ist die Ruine mit dem Elben. Ein Hügelbär. Haha. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Der Elbstein. Das vergiftete Land. Ja, ja, das mit den Spinnen. Das Netz des Kummers. Hört meine Worte. Alte Knochen. Bitte schenkt mir Gehör.
weiß nicht. Findet Bersi. Ja, gut. Den ganzen Questlog wieder voll gestopft mit Sachen. Bam! Direkt aufs Nasenbein. Junger Braunbär. So, junger Mann, das war's schon. Ich bin froh, wenn ich meine Axt habe, die auch nach einer Axt aussieht. Das sieht, wie gesagt, sieht aus wie nach einem kleinen Kinderspielzeug ein bisschen. So ein kleines Werkzeugding. Sechs matte Schnäbel. Nebenbei, auf diesen Hügeln will man auch nicht des Nachts rumrennen. Die sind wirklich unheimlich gestaltet mit der Musik dazu. Ich dachte, ich hätte die Quest angenommen, dass ich die besiegen muss. Bin ich noch nicht so weit? Oder gab es sie woanders? Ah, ihr habt die Trophäe für Neat gefunden. Sehr schön. Ich musste das Hügelgrab oder irgendwo da beim Hügelgrab ist dann wahrscheinlich das, was ich suche. Also jetzt soundtechnisch unheimlich genug, immer wieder dieses Schreien im Hintergrund, das macht schon eine Menge aus. Kabam. Cool, konnte mich gerade ein bisschen heilen. Rostige Truhe. Da ist die Truhe, die ich brauche. Da ist das dritte Zahnrad. Wie auch immer das hier hingekommen sein kann. Sehr schön. Drittes Zahnrad gefunden. Und es wird dunkel und ich will hier weg. Weg, 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 weg. Was hatte ich noch? Ich hatte noch den Port zu Thorins Hallen, oder? Ja. Das nutze ich gleich einmal. Damit ich das dritte Zahnrad an dich abgeben kann, da hat sich das nämlich auch endlich erledigt. Und ja, man ist irgendwann froh. Also ich finde immer noch, dass die Texturdichte, die hohen Gräser, das Gras bewegt sich so ein bisschen. Ich finde das voll okay. Solche Ebenen Pampas finde ich zum Beispiel total cool gestaltet. Wie schnell das doch gehen kann. Leichter Panzer, es war von dem Käfer. Besiegt den Schädel zu Glamir. So wie like Melon.
Bringt den Elbenstein zum Megalithen und besiegt den Wächter. Ist auf jeden Fall eine bessere Waffe. Ja, und immer noch mal ins Inventar gucken. Da war ja auch wieder ganz viel Kram drin. Schneiderkunst. Ah, schwere Schuhe. Kenne ich noch nicht. Schmiedekunst. Zweimal sogar. Schwere bronzene Schultern. Kenne ich noch nicht. Leichter bronzener Drachenschild. Okay. Kann ich auch noch nicht. Goldschmied. Okay. So. A, B, C, D, Alpha, Gamma, Delta, dann nochmal 2, 3, 7. Mal Haus zu telefonieren hier mal eben hier. Genau. Also ich komme langsam voran in den Eredluin. Bin auch jetzt schon an Gondamon oder fällt an Gondamon vorbei. Bin mal gespannt, ob es danach direkt nach Bre geht. Ah, es gibt noch eine Axt mit 12 zu 21. Ja, gut. Das ein Silber und das da bringt. Ja, nehmen wir die Axt. Findet das fehlende vierte Zahn. Oh mein Gott, das endet ja nie. Wird ein kleines Problem darstellen. Wisst ihr, es befand sich in Thorins Halle und als die verdammten Grimhans abzogen, nahmen sie es mit. Sie haben schon immer versucht, in das Gewölbe einzudringen. Findet sich das vierte Zahn an einer Truhe in Kelidul, der letzten Stadt, die noch von Grimhans besetzt ist. Ja, gut. Toll. War ja klar. War ja klar, dass es ein Problem gibt. Tja, die Stufen waren für meinen Zwerg wohl im Moment zu hoch, ne? Auf zu. Handwerk. Was brauche ich denn so allgemein für schwere Stoffsachen? Gebürstetes, leichtes Leder. Grobes Leder. Normales Leder. Wow, ist aber auch Preise hier drin. 15 Gold. What? Okay, also wenn das Leute kaufen, beeindruckend. Na gut. Was machen wir als nächstes? Ich denke, wir machen Schluss. Es ist spät, also bei mir. Wenn dieses Video rauskommt, nicht, aber ich bin müde. Dann heute nur eine halbe Stunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.